Hi Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Checos Backstube. Wir schauen uns heute mal diese beiden Ananas hier an, beziehungsweise eine echte Ananas und eine Dose. Ich will einfach mal schauen, was sich immer so besser macht, vom Handeln und natürlich auch vom Geschmack, ob es den Aufpreis der echten Ananas wert ist. Und wo macht man das am besten? Natürlich auf einer Pizza. Und die schauen wir uns jetzt mal an. This way from clay. Wir fangen natürlich gleich mal mit dem Teig an. Ich gebe hier noch etwas Mehl oben drauf, damit er nicht so klebt. Dann drehe ich das mal um und gebe unten auch noch mal etwas Mehl. Dann breite ich den schon aus und dann kommt auch schon das Nudelholz und ich roll den Teig mal schön aus. Wenn er dann ausgerollt ist, dann gebe ich ihn noch hier auf eine Backfolie. Ist ungefähr so die Größe von dem Backblech, hat ganz gut gepasst. Und dann kommt auch schon die Tomatensauce oben drauf. Noch schön verteilen, damit ich auch überall alles bedeckt habe. Dann kommt noch etwas Pizzagewürz oben drüber. Dann hobeln wir gleich noch etwas Käse. Ich mache das hier elektrisch. Einfach einschalten und dann kommt der Käse hier unten raus. Also das geht wunderbar, da kann man auch größere Mengen hobeln. Und jetzt geht es auch schon mit dem Belag weiter. Wir schälen hier schon mal die Ananas, also erstmal oben und unten abschneiden. Dann halbieren wir das ganze Stück mal. Wir brauchen hier erstmal nur eine Hälfte, die andere könnt ihr in Glassichtfolie einpacken. Die eine Hälfte viertel ich noch. Dann schneide ich in der Mitte noch das harte Drum raus. Die Dicke müsst ihr hier mal etwas abschätzen, man sieht das ja nicht immer ganz so gut. Das mache ich hier mal bei beiden Stücken. Dann halbiere ich das nochmal. Wenn die Stücke etwas größer sind, kann man das natürlich auch dritteln. Das hier drittel ich mal, damit ich ungefähr gleich große Stücke habe. Jetzt nehme ich ein Messer und fahre unten an der Schale entlang, damit die Ananas praktisch abgeschält wird. Wenn ich jetzt hier noch so braune Stellen habe, dann schneide ich die mit dem Messer noch nach und nach ab. Hier mache ich das nochmal bei einem, da sieht man das jetzt etwas besser. Und ihr seht hier, das sind noch so braune Flecken. Dann nehme ich einfach das Messer, gehe nochmal rein und dann ist die Ananas auch abgeschält. Das mache ich jetzt mal mit allen durch und dann schneiden wir sie mal in mundgerechte Stücke. Jetzt habe ich hier alle fertig. Ich gehe hier jetzt einfach mit dem Messer rein und schneide hier so schöne Stückchen runter, damit man die nachher auch gut auf die Pizza legen kann. Das erste Drum wäre schon mal fertig. Jetzt noch schnell die anderen und dann geht es auch schon ans Belegen. Beziehungsweise vorher machen wir mal noch die Dosenananas auf. Einfach hier mit einem handelsüblichen Dosenöffner, einmal drumrum und dann kann man den Deckel auch schon abnehmen. Hier sind jetzt so Scheiben drin, die sind immer irgendwie perfekt rund, perfekt abgeschält. Wundert mich immer, wie die das so hinbringen, aber anscheinend funktioniert es irgendwie. Wenn ich eine Ananas kaufe, dann klappt das meistens nicht so. Ich nehme jetzt hier mal ein paar Ringe, schneide die dann durch und mache hier ebenfalls so Stückchen. Man sieht schon, die Farbe ist nicht ganz so gelb, sie ist wesentlich wässriger. Zudem ist die immer leicht gezuckert, also das verfälscht vielleicht etwas den Ananasgeschmack. Aber wir legen jetzt erstmal hier die echte Ananas drauf. Danach kommt noch die Dosenananas auf die Pizza. Da wird der Unterschied jetzt noch etwas deutlicher von der Farbe her. Bin mal gespannt, ob man nachher den Unterschied auch merkt. Wenn man die Stücke einzeln probiert, muss ich sagen, da hat die echte Ananas schon deutlich ananasiger geschmeckt. Also wenn man einfach nur eine Ananas essen will, ohne irgendwie noch was drumherum, dann würde ich euch die echte auf jeden Fall empfehlen. Da ist es dann die Mühe wert. Wie es bei der Pizza ausschaut, sehen wir nachher noch. Jetzt kommt erstmal noch der Käse oben drauf, damit wir die Pizza auch noch zu Ende bringen. Ich nehme hier einfach ganz normalen Gouda und jetzt geht's ab in den Backofen. Volle Pulle, 10 Minuten, gut vorgeheizt. So schaut es dann aus. Der farbliche Unterschied ist immer noch zu erkennen, also gibt es nichts zu meckern. Die Dosenananas ist leicht blass, die echte Ananas ist noch schön gelb. Wundert mich eigentlich, denn normalerweise sind ja die künstlichen Sachen immer etwas farbiger, sage ich mal, und die natürlichen oft nicht ganz so prächtig, aber bei der Ananas ist es anscheinend andersrum. Das ist jetzt hier unsere Pizza, so schaut sie aus. Ich schneide jetzt auch mal hier durch, einmal hier mit dem Pizzaschneider mittendurch. Vielleicht sieht man es schon, also hier sind die gelberen Stücke, das ist die echte Ananas, sage ich mal. Hier sind die etwas helleren, das ist die Dosenananas. Ich gehe hier einmal durch und ich schneide mir jetzt hier mal so ein kleines Stück, wo man auch eine Ananas hat. Das schneide ich mal da durch. Das sind die beiden jetzt, einmal echte Ananas, einmal die Dosenananas. Ich probiere gleich mal die Dosenananas, das ist das, was man kennt, das macht man öfter. Ich probiere gleich nochmal ein Stückchen. Und es schmeckt eigentlich so, wie man es erwartet, also Pizza mit Ananas. Ich vergleiche mal hierzu die echte Ananas. Und ich muss sagen, das schmeckt wirklich etwas mehr nach Ananas, also sind natürlich auch die Stücke dicker, denn man schneidet die nicht so gleichmäßig. Entweder sind sie dicker oder größer. Aber es schmeckt doch anders. Also man kann nicht sagen, Ananas gleich Ananas. Ich probiere lieber nochmal ein Stückchen, nur um sicher zu gehen. Und es ist wirklich eindeutig. Also hier ist die echte Ananas. Hier waren die Dosen.
Die echte Ananas schmeckt auch wirklich ananasiger, kann man sagen. Ob es den Aufwand allerdings wert ist, also man muss eine echte Ananas natürlich schneiden. Ich habe jetzt hier eine halbe Ananas auf zwei Pizzen, wobei ich habe hier die eine Hälfte mit der Dosenananas belegt. Also kann man sagen, wenn man es gut belegt, eine halbe Ananas für ein Pizzablech. Ist aufwendig, ab und zu kann man es machen, immer würde ich es allerdings nicht machen. Wenn man mal davon absieht, damit ich meine Pizza ja meistens eh blank esse und nicht mit Ananas. Ich tue nur ab und zu irgendwas drauf. Das war es jetzt hier von dem Ananas-Vergleich. Hier einmal die Dosenananas. Ist gut, kann man machen, wer das mag, natürlich drauflegen. Wer es mal etwas ananasiger hat oder möchte, der kann sich ab und zu hier mal eine Ananas kaufen und die drauflegen. Das gibt nochmal den gewissen Kick. Immer muss man es natürlich nicht machen, dann kann man doch gerne auch mal auf die Dose zurückgreifen. Aber wenn man ab und zu mal was Besonderes möchte oder wenn die Ananas vielleicht auch mal im Angebot ist, dann kann man das natürlich machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei eurer nächsten Pizza. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr unten immer so drauflegt. Und dann bis zum nächsten Mal.